Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video mal wieder seit langer Zeit. Diesmal eigentlich gar nichts mit OpenTX, aber wie das Leben manchmal so ist, kommen gewisse Fragen zu bestimmter Zeit einfach auf einmal von ganz vieler Seite. Woran das gelegen hat, weiß ich jetzt nicht, aber es kam in der Vergangenheit doch sehr oft die Frage, ich habe einen 12-Volt-Akkumulator, sagen wir mal. Und möchte damit einen Motor betreiben. Dieser Motor hat auf seinem Typenschild oder in seiner Beschreibung aber leider nur stehen 6 Volt oder vielleicht auch 3 Volt. Und dann kam jetzt ganz oft die Frage, kann ich den Motor an den 12 Volt betreiben? Oftmals war damit die Frage verknüpft, ja, dieser kleine Motor, oftmals ein Motor mit recht geringer Leistung, der soll beispielsweise eine Ankerwinde betätigen oder ein Radargerät drehen oder so etwas. Und dann muss man natürlich sagen, ja, wenn das wirklich so ist, wenn das ein 3-Volt-Motor ist und ihr habt nur eine 12-Volt-Spannung aus dem Fahrakku zur Verfügung, dann geht das natürlich erstmal so nicht. Warum nicht? Naja, der Motor ist für 3 Volt ausgelegt und im stationären Betrieb gilt also auch hier das Ohmsche Gesetz. Der Motor hat einen gewissen Innenwiderstand, das kann man oftmals aus dem Datenblatt herauslesen. Und dann ist der Motorstrom I, also der Motorstrom, der jetzt hier durch den Motor fließt, der Motorstrom I, der ist dann gleich der Spannung U, das wären bei uns 12 Volt, durch den Innenwiderstand RI des Motors, der ohmsche Widerstand. Der ohmsche Widerstand, der Innenwiderstand ergibt sich ganz einfach dadurch, dass der Motor ja eine Ankerwicklung hat, das habt ihr alle schon gesehen, die besteht aus Kupferdraht, es sind einige Windungen von Kupferdraht und die haben natürlich einen ohmschen Widerstand und der Strom durch den Motor ergibt sich dann als I ist gleich U durch RI. Das bedeutet, wenn ich einen 3-Volt-Motor habe, dann ist der Strom auf diese 3 Volt ausgerichtet. Sagen wir mal, der Einfachheit halber hätten wir dann 0,1 Ampere, ja, bei 3 Volt. Ja, und dann also ein Zehntel, was da rauskommt, dann wissen wir eigentlich auch, dass der Innenwiderstand dieses Motors dann 30 Ohm ist. Dann fließen 0,1 Ampere. Gut, wenn wir jetzt allerdings mit 12 Volt an diesen armen kleinen Motor dran gehen, dann haben wir natürlich einen Motorstrom von 12 Volt durch 30 Ohm. Das ist also dann das Vierfache. Das sind also 0,1 Ampere. Ja, der vierfache Strom, ja, das ist natürlich ein bisschen viel für diesen Motor, denn die Leistung, die dieser Motor dann verarbeiten muss, das ist ja P ist gleich U mal I. Das ist dann also, in dem Fall haben wir dann ja bei 3 Volt mal 0,1 Ampere, das wären also 0,3 Watt. Und im anderen Fall haben wir dann 12 Volt mal 0,4 Ampere. Ja, das ist also hier das Vierfache, da ist das Vierfache, das ist also insgesamt das 16-fache der Leistung. Also 12 Volt mal 0,4 Ampere haben wir also 4,8 Watt.
Und das ist wahrscheinlich für diesen kleinen Motor viel zu viel. Ja, so sollte das aber auch in den meisten Fällen nicht sein, denn die meisten Leute wollten ja auch ihren Motor einschalten und ausschalten, eventuell auch die Richtung umkehren oder auch sogar noch die Drehgeschwindigkeit ändern. Also war die Frage, ja, ich habe jetzt diesen blöden 12-Volt-Fahrakku als einziges hier zur Verfügung, aber ich habe ja auch noch einen Steller, also Vulgo Fahrtregler. Und da möchte ich jetzt meinen kleinen Motor anschließen. Geht das denn mit diesen 12 Volt? Wir haben ja gerade gesehen, dass die 12 Volt eigentlich viel zu viel sind. Ja, die meisten von euch wissen ja, dass diese Steller in einem sogenannten PWM-Betrieb arbeiten und so die Drehzahl des Motors steuern. Was heißt das jetzt PWM-Betrieb? Ja, das ist im Grunde genommen ganz einfach. Der Steller, der schaltet den Motor nur ab und zu mal ein. Wenn wir uns hier mal die Motorspannung anschauen über die Zeit, die nenne ich mal OM, die Motorspannung, über der Zeit aufgetragen, dann macht dieser Steller im PWM-Betrieb Folgendes: Der schaltet für eine gewisse kleine Zeitdauer die Spannung vollständig durch, und zwar auf 12 Volt. Dann macht er eine gewisse Pause und dann schaltet er wieder ein. Das nennt man Pulsweitenmodulation. Mathematisch ist das ein Modulationsverfahren. Man muss da aber gar nicht viel Mathematik anwenden, sondern es geht einfach darum, dass die Breite von diesem Impuls variiert wird. Also die Breite ist manchmal größer und manchmal ist sie eben kleiner. Wenn der Motor schneller laufen soll, dann machen wir diesen Impuls einfach ein bisschen breiter. Im Extremfall ist es natürlich so, dass der Steller dann komplett durchschaltet und dass wir dann dauerhaft, na, wenn der Stift schreiben würde, dass wir dann dauerhaft die 12 Volt auch an dem Motor haben, was wir, wie wir eben schon berechnet haben, ja nicht zulassen dürfen. Ja, soweit so schön. Die meisten wissen, dass das irgendwie funktioniert. Es entsteht aber die Frage, schadet dem Motor eigentlich diese 12 Volt in diesem kurzen Zeitmoment, wo der Steller das einschaltet? Ja, und da muss man ganz klar sagen, nein, das schadet dem Motor nicht, weil für den Motor ist es nur wichtig, welcher Strom fließt durch den Motor. Und das bedeutet, wie heiß wird der Motor, wie heiß wird die Wicklung. Und wenn der Motorstrom zu hoch ist, irgendwann wird die Wicklung zu heiß, dann schmilzt die Lackschicht auf den Kupferdrähten und dann gibt es einen Wicklungsschluss und dann wird er noch heißer und dann brennt er irgendwann durch. Ja. Schauen wir uns doch mal den Motorstrom an. Wie entwickelt sich der Motorstrom eigentlich in so einem Fall? Der Motorstrom I, der hier fließt, wenn wir so eine Pulsweitenmodulation uns vorstellen. Wenn die Spannung 0 ist, ist die Vermutung, dass wahrscheinlich da gar kein Strom fließt. Das ist auch fast richtig. Wir lassen das erstmal so, als würde da kein Strom fließen. Wenn die Spannung eingeschaltet wird, dann fließen da aber nicht sofort die 0,4 Ampere für diese Zeit. Also der Strom ist eben nicht so, dass er sofort auf diesen Wert hüpft und dann wieder zurückspringt. Das wäre nur dann der Fall,
wenn der Motor nicht aus einer Wicklung bestünde, sondern einfach nur aus einem ohmschen Widerstand. Aber der Motor hat ja diese Wicklung. Und wenn man so Draht aufwickelt, so wie hier, so ähnlich wie mit diesem Lötzinn, wenn das jetzt Kupferdraht wäre, wenn man das also so auf, als eine Spule aufwickelt, dann entsteht etwas Besonderes, denn jeden Draht, der durch Strom durchflossen wird, den umgibt ein Magnetfeld nach der rechten Handregel. Ja, wenn also der Strom hier so durchfließt, dann haben wir ein Magnetfeld, was sich in dieser Richtung um den Draht kringelt. Und wenn man also so eine Spule hat mit ganz viel Draht, dann ist das also ein relativ großer Effekt. Und man sagt auch ganz gerne, jetzt ohne zu tief in die Physik einzusteigen, eine Spule, eine Induktivität ist träge. Der Motor, mal das hier nochmal daneben malen, der Motor besteht eben nicht nur aus einem ohmschen Widerstand, den man in der Elektrotechnik ganz gerne durch so ein Kästchen malt, sondern der besteht auch aus einer Induktivität und das ist üblicherweise so ein schwarz ausgemaltes Kästchen. Wenn wir mal die Zeitdauer außer Acht lassen, wie lange wir den Motor einschalten, also wie hier, dass der dauerhaft eingeschaltet ist, dann spielt die Induktivität keine Rolle. Und der Motorstrom ist ausschließlich bestimmt durch den elektrischen Widerstand. Das haben wir ja auch hier ausgerechnet. Wenn wir allerdings den Strom nur so kurz einschalten, dann spielt die Induktivität schon eine Rolle. Und die Induktivität ist träge. Das heißt, selbst wenn wir eine hohe Spannung anlegen, dann steigt der Motorstrom nicht sofort, sondern der Motorstrom fängt an, so langsam nach oben zu gehen. Und kommt vielleicht nur bis zu diesem Punkt, wo wir den Strom schon längst, die Spannung schon längst wieder abgeschaltet haben. Die Induktivität ist träge, das heißt, der Motorstrom fällt dann nicht sofort auf Null. Deswegen habe ich gesagt, das ist auch nur so ungefähr richtig, was wir hingezeichnet haben. Tatsächlich fließt der Strom noch ein bisschen weiter, ohne dass wir überhaupt den Steller oder den Akku angeschaltet haben und sinkt dann so exponentiell auf Null. Und das Gleiche passiert natürlich bei dem nächsten Impuls wieder. Das heißt, das ist der Stromverlauf. Das bedeutet, dass bei kurzen Impulsen der Strom gar nicht auf die maximale Höhe kommt, sondern wesentlich darunter bleibt. Und es ist natürlich klar, je kürzer wir diesen Impuls machen, desto weniger weit kommt der Strom nach oben. Deswegen fließt also maximal auch gar nicht der volle Motorstrom bei den 12 Volt durch den Motor, sondern bei kürzeren Impulsen eben ein wesentlich geringerer Strom. Jetzt kommt es darauf an, wie das Verhältnis von Widerstand in die Induktivität ist. Das hängt so ein bisschen von dem Motor ab. Aber im Grunde genommen kann man fast sagen, dass bei einem PWM-Grad von 50%, also wenn der Steller tatsächlich hier einschaltet, hier ausschaltet und dann dieselbe Zeit wieder Pause macht und dann wieder dieselbe Zeit einschaltet, das nennt man einen PWM-Grad von 50%, dann kann man ungefähr auch annehmen, dass der Motorstrom nicht auf die 0,4 Ampere kommt, sondern dass der wesentlich etwa bei der Hälfte drunter bleibt. Ja, ganz grob überschlagen hätten wir dann also 6 Volt, wäre für unseren Motor immer noch ein bisschen viel, aber das gilt ja auch nur für den Maximalwert. Im zeitlichen Mittel ist es dann ungefähr das, was wir haben wollen, vielleicht die 3 Volt und das schadet dem Motor nicht. Also summa summarum kann man sagen, wenn man einen Motor hat, der beispielsweise nur 3 Volt verkraftet im stationären Betrieb, also wenn er total dauerhaft eingeschaltet ist, dann kann man ihn natürlich nicht mit 12 Volt betreiben. Aber
wird dann überlastet. Wenn wir ihn allerdings an einem Steller betreiben und den Steller begrenzen in seinem PWM-Grad, beispielsweise auf 50% oder vielleicht sogar nur auf 25%, um unsere ersten Versuche damit zu starten, das wäre ja hier wahrscheinlich sinnvoll. 12 Volt ist das Vierfache von 3 Volt, also wir begrenzen das erstmal aus Sicherheitsgründen auf 25%, wohl wissend, dass das im zeitlichen Mittel gar nicht auf diese 25% steigen wird, dann sind wir da auf der sicheren Seite. Also ihr könnt das machen, allerdings müsst ihr an eurer Fernsteuerung einstellen, dass der Steller eben nicht weiter als 25 oder vielleicht 50%, das müsste man dann ausprobieren, angesteuert. Ja, da kann man also dann mit Dual Rate oder mit einem Servowegbegrenzer oder wie auch immer das bei eurem Sender heißt, arbeiten. Und dann könnt ihr über den Steller auch einen Motor mit 3 Volt und 12 Volt betreiben und zwar völlig gefahrlos. Ja, das liegt einfach an der Natur der Sache, an der Physik, weil wir in dem Motor auch noch so eine Induktivität drin haben, die träge ist und die das Ansteigen des Stromes auf den Maximalwert erst nach einiger Zeit zulässt.